Eine Farm in Afrika, so heißt der Roman von Hardy Krüger. Es sind die Erinnerungen an die Zeit, als er in den 60er Jahren mit Rolf Trappe und Jim Mallory die Hatari Lodge am Fuße des Kilimandscharos wieder auf- und ausbaute. Dort schrieb er: Ja, ich war von der afrikanischen Fliege gestochen worden. Dieses Land ist wie eine Krankheit, es geht ins Blut. Wer es einmal unter seiner Haut hat, muss immer wieder dorthin zurück. In diesen Worten habe ich mich selbst wiedergefunden. Auch ich bin von der afrikanischen Fliege gestochen worden, habe diese Krankheit im Blut und muss immer wieder mal zurück zu meinem Afrika. Und deshalb möchte ich euch, liebe Afrika- und Tierfreunde, zu meiner neuen Bildershow aus Kenias Nationalparks begrüßen. In dieser Bildershow steht wieder einmal die großartige Tierwelt der Masai Mara im Vordergrund. Und wie immer ist auch diese Fotosafari von dem kenianischen Veranstalter Sunbird Safaris organisiert und durchgeführt worden. Die Guides kennen sich bestens mit Foto- und Filmleuten aus. Wie in jedem Jahr bin ich auch dieses Mal wieder von Hannover nach Zürich und von dort mit der Swiss Air weiter nach Nairobi geflogen. Bonjour mesdames et messieurs, le commandant de bord, Monsieur Stouff, son équipage, vous souhaite la bienvenue à bord de notre vol Suisse, Starlines, destination de Nairobi et Dar es Salaam. Meine Damen und Herren, wir sind jetzt die Nummer 1 für den Start. Mein Co-Pilot heißt Matthias Anderik. Er wird das Flugzeug nach Nairobi und Dar es Salaam steuern. Wir beide wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Der Flug mit der Swiss Air ist sehr angenehm. Man kommt gegen Abend in Nairobi an, übernachtet in einem Stadthotel und fährt am nächsten Morgen ausgeruht in den Nationalpark. Der nächste Morgen zeigt sich von seiner sonnigsten Seite und es gilt jetzt, sich durch den dichten Verkehr zu quälen, um auf der gut ausgebauten Ost-West-Verbindung zum Lake Nakuru zu fahren. Das Fahrzeug wird noch einmal aufgetankt und ich genieße dann während der Fahrt das typische Afrika links und rechts aus dem Fenster. Auch so könnte man seine individuelle Abenteuersafari gestalten. Hier noch einmal ein kurzer Blick auf die Karte. Von Nairobi geht es nun zum Lake Nakuru und anschließend über teilweise schlechte Straßenabschnitte zur Masai Mara, ins Marabouche-Camp. Da, wo für mich noch ein richtiges Afrika-Feeling aufkommt. Diese Fahrt dauert aber wegen der schlechten Straßen 6 bis 7 Stunden. Aber nun fahren wir erst einmal zum Lake Nakuru. Dies ist die Flötenakazie, eine Akazie, die kugelförmige Auswüchse, sogenannte Galen für Ameisen bildet, die nur auf dieser Akazie leben. Sie produziert einen zuckerhaltigen Saft als Nahrung für die Ameisen. Und als Gegenleistung verteidigen die Ameisen die Akazie gegen andere Insekten und Pflanzenfresser durch Beißen. Wenn der Wind durch die Löcher bläst, entsteht ein Pfeifton, der Akazie den Namen gab, Flötenakazie. Dann erreichten wir nach ca. 2,5 Stunden den Lake Nakuru Nationalpark und die Lake Nakuru Lodge. Gerne nutze ich 2 Übernachtungen an dem See, um mich mit den Lichtverhältnissen und noch einmal mit den Kameraeinstellungen vertraut zu machen. Der Lake Nakuru ist ein brackiger Sodasee, an dem sich bis zu 2 Millionen rosa gefärbte Zwergflamingos niederlassen. Die größte Chance, sie zu sehen, hat man von Mitte Juli bis ungefähr Ende August. Im September oder Oktober sind es weniger Flamingos, häufig dafür mehr Pelikane.
Der Name des Sees leitet sich aus dem Maasai-Wort Enakuru ab und bedeutet wirbelnder Staub, denn zuweilen trocknet der See vollkommen aus und zurück bleibt im Seebecken eine weiße Salzstaubschicht. Man ist in diesem kleinen und überschaubaren Nationalpark nie vor fotografischen Überraschungen sicher. In ihm lassen sich Breitmaul- und mit Glück Spitzmaul-Nashörner gut fotografieren. Und die Rothschild-Giraffen, sie kommen aus Uganda, sind auch nur in diesem Nationalpark anzutreffen. Die Rothschild-Giraffen unterscheiden sich von den weit verbreiteten Maasai-Giraffen durch ihre weißen Beine, der helleren Bauchunterseite und der allgemein dunkleren Färbung. Eine Gruppe Impalas, ein Wasserbock mit einem abnorm gewachsenen Horn und überall Paviane. Und natürlich die typischen afrikanischen Kaffernbüffel. Liebe Afrika und liebe Tierfreunde, leider sind für eine Bildershow auf YouTube nur 10 Minuten erlaubt. Die komplette vertonte Bildershow kann aber auf sunworld-safari.com oder faszination-fotografie.eu gesehen werden. Es würden unter anderem noch fantastische Bilder von Großkatzen und der spektakulären Gnu-Wanderung in der Masai Mara gezeigt. Ich würde mich freuen, wenn ich euch dort begrüßen dürfte.